Bau-Infoservice-Sendung von BISTV wird Ihnen präsentiert von Stilhouse, Minergie, Nerv Group und Bau Schweiz. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen BISTV-Sendung hier aus dem Stilhouse in Rodrist beim Stand von Bulthauptküchen. Ab sofort werden wir auch von hier aus moderieren und interessante Diskussionen rund ums Bauen und Wohnen führen. Die Küche steht heute im Fokus. Aber bevor ich mehr verrate, möchte ich euch noch unser neues Gesicht vorstellen. Der Oliver wird uns in Zukunft begleiten und ich würde sagen, ich übergebe das Wort gerade ihm. Ich begrüße Sie auch noch mal ganz herzlich, liebe Zuschauer. Ja, Jessica hat es gesagt, mein Name ist Oliver, Oliver Skorilec. Und ich bin für Sie ab heute neu beim Team von BISTV und werde Sie in Zukunft auf unserer Reise rund ums Bauen begleiten. Ich würde sagen, wir legen gerade los. Jessica hat es gesagt, das Hauptthema ist die Küche. Und ich wünsche viel Spass. Wie viele Gesichter eine moderne Küche hat, sehen Sie in unserem Hauptbeitrag Küchen. Natürlich haben wir ganz zufällig auch den Toni wieder getroffen und ihn zu seiner eigenen Outdoor-Küche begleitet. Ein neues, lebendiges Quartier ist am Entstehen, das Erlenmatt West im Herzen von Baselstadt. Bautage laden mit interessanten Vorträgen zum Thema Minergie, Holzbau und Garten im Stilhouse ein. Und zum Schluss kommen wir noch zum Veranstaltungskalender und dem Gewinnspiel. Die Küche von heute sind kaum noch Grenzen gesetzt in puncto Design, Funktionalität und Materialverwendung. Hier kann man schon leicht ins Stolpern geraten bei einer Auswahl. Darum ist eine gute Beratung essentiell. Bei Exklusiv Küchen haben wir uns umgeschaut und schöne Küchen angeschaut, die man sich auch leisten kann. In Unterentfelde, im Kanton Aargau, befindet sich die Küchenausstellung von Exklusiv Küchen. Auf rund 600 Quadratmeter sieht man die neuesten Küchentrends in kompletter Ausstattung. Zeigt werden vielerlei Möglichkeiten an Funktionalität und Design. Exklusivküchen bietet eine kompetente Beratung und qualitativ hochwertige Produkte bis hin zur sorgfältigen Montage an. Da ist für jeden etwas dabei, zum einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Mischung aus namhaften Schweizer und internationalen Lieferanten ermöglicht jedem Anspruch gerecht zu werden. Die Küche als Gesamtkomposition und Lebensmittelpunkt ist das Ziel von Exklusivküchen. Egal, ob Sie Einzelküchen oder objektbezogen planen, hier finden Sie immer eine ideale Lösung. Lassen auch Sie sich inspirieren von Exklusivküchen in Unterentfelde. Bei manchen Küchen hat man das Gefühl, man sei ein paar Jahre in Zukunft gereist. Die Entwicklung, die eröffnet uns immer neue Dimensionen. Was so eine moderne Küche ausmacht, das erzählt Ihnen jetzt Joshua Meyer vom MKC Megaküchencenter aus Dürrenäsch. Was sind Küchentrends? Im Trend sind im Moment offene Küchen. Das heisst, das Kochen und das Wohnen verschmelzt zu einem Raum und dementsprechend liegt sehr im Trend und sind gefragt heute Insellösungen. Das heisst, Kochinseln beispielsweise kombiniert mit Röstinseln, Arbeitsinseln, so wie wir es hier gerade sehen. So, dass man eigentlich die Küche nicht mehr als separaten Raum anschaut, sondern dass sie wirklich eine Einheit bildet mit dem Wohnraum zusammen. Was zeichnet eine zeitgemäße moderne Küche aus?
Zeitgemäße Küche zeichnet sicher aus, dass man heute einen grossen Wert legt auf Materialien, auf schöne Farben und auf Formen. Und dementsprechend, wenn man eine offene Küche hat, dass man halt darauf schaut, dass beispielsweise Dampfabzüge in der Insel integriert sind, dass die nicht mehr einfach so umhängen und dass klar ist, dass da die Küche ist, sondern dass die super schön integriert sind, eigentlich im Wohnbereich ein. Und dementsprechend auch Wasserhähne, Armaturen, und auch Geräte, dass man dort einen sehr grossen Wert auch auf die Optik legt und auf die Ästhetik. Bieten Sie fertige Küchenideen an oder kann man die auch individuell entwerfen? Fertige Küchenideen gibt es in dem Sinn eigentlich nicht. Was wir in den Ausstellungen zeigen, das sind immer Vorschläge von möglichen Lösungen. Wir gehen im Gespräch auf den Kunden ein, schauen, wie die Situation daheim aussieht, was er für Wünsche hat, was er für Vorstellungen hat und dementsprechend einen Vorschlag erarbeiten. Das schauen wir dann mit dem Kunden zusammen anschauen. Und so probieren wir eigentlich mit all diesen Ideen, die der Kunde hat und unsere Erfahrung, die darin einfließt, etwas zu erarbeiten, wo der Kunde, jeder Kunde nachher seine Traum oder seine Wunschküche überkommt. Sie wollen nie wieder Rasen mähen, nie wieder düngen und dabei jederzeit einen Rasen in saftigem Grün haben? Kein Problem mit Kunstrasenprofi. Aluzäune und Tore, Balkone und Geländer. Vielfältigst in Modell- und Ornamentenauswahl. www.brixtown.ch. Küchenmax. Max Preise, Max Marken, Max Qualität, Max Bedienung. Auf www.küchen-max.ch. Besuchen Sie jetzt bauschweiz.ch, das Portal für Bauen und Wohnen. Der Garten ist ein Zimmer für die sonnigen Tage. Und umso schöner ist es, wenn man das Zimmer auch nutzen kann. Für das haben wir Outdoor-Küchen. Schließlich will man sein Essen auch dort zubereiten und genießen, wo man sich gerne aufhält. Wir haben ein paar von diesen Neuheiten für Sie angeschaut. Wir sind hier bei Best Grills, neben mir ist der Herr Moser. Outdoor-Küchen, was ist der Vorteil gegenüber einem Grill? Ja, das ist natürlich ganz klar. Beim Grillieren ist der Mann im Garten, neben dem Grill, und die Frau ist in der Küche. Man hat also getrennte Arbeitsplätze, das ist also das Klassische, das man kennt. Und bei einer Aussenküche hat man einen gemeinsamen Arbeitsplatz, wo man kochen kann, das Gemüse parat machen, das Fleisch parat machen, grillieren und somit sind alle zusammen bei den Gästen im Garten. Und so eine Outdoor-Küche, hat die einen festen Standort im Garten oder kann man die rausschieben oder wie sieht das genau aus? Ja, es gibt hier natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann es modulweise in einer mobilen Ausführung haben, aber natürlich auch so, wie man es hier jetzt sieht, in einer gemauerten Bauform, wo sie nachher wirklich fest im Garten steht. Gut, besten Dank für die Ausführung, Herr Moser. Das ist gerne geschehen. Welche Vorteile haben Outdoor-Küchen? Ich denke, der große Vorteil einer Outdoor-Küche ist auf jeden Fall, dass sie flexibel und variabel ist, dass man dort kocht, wo sich auch die Familie aufhält und dass man letztendlich unterschiedliche Möglichkeiten auch hat. Bei unserem Produkt zum Beispiel kann man sehr viele unterschiedliche Module einsetzen. Man hat ein Spülenmodul, dass auch gleich die Sachen wieder weg sind, wenn man fertig ist mit Grillen oder Kochen. Wir haben dann die Grill, die Wok oder Teppanyaki-Elemente. Somit können wir unterschiedlichste Gerichte eigentlich draußen im Gesamten kochen und ist nicht nur auf das Grillmodul letztendlich angewiesen. Dann sind wir sehr flexibel durch das, dass wir die Arbeitsplatte verlängern können. Man kann das Modul auch schieben, man kann es sogar auch nach drinnen nehmen und hat so eigentlich die Möglichkeit, in vielen unterschiedlichen Varianten die Sache einzusetzen. Sehr vielfältig. Besten Dank für das Gespräch, Herr Strom. Der Toni haltet sich lieber in seiner selber gebastelten Outdoor-Küche am Waldrand auf. Was es dort zu beachten gibt, erzählt er Ihnen gerade. Jetzt zeigt Ihnen der Toni noch, was er unter Freiluftküche versteht. Es geht doch einfach nicht über so einen fein gebrötelten Servilat, jetzt im Frühling oder dann im Sommer, über einem Feuerbrötel. Also, oh nein, solche Feuerchen macht man heute nicht mehr. Das war ja noch so die Zeit, wo wir in die Pfade sind. Die neuen Feuerchen, schauen Sie, die machen wir so heute. Da machen sie das Holz unten, oben ein bisschen leichter. Und dann haben sie hier eine Feuerhilfe. Die machen sie in Behindertenwerkstätten.
Mit dem zündet man an von oben und dann tut es eben alles Holz von oben anzünden. Sie hat gemeint, das ginge nicht, aber sie, das geht irrsinnig gut. Jetzt müssen Sie dann schauen, was wir für ein schönes Feuerchen bekommen. Schauen Sie, was ich gefunden habe. So Spiessli. Ja, die muss man ja nicht in der Bratpfanne machen. Daheim habe ich mir gedacht, da die Klappgrill, die man mitnehmen kann, das eignet sich wunderbar, den Bratkäse dann über dem Feuer zu machen. Und gellet Sie, machen Sie doch nicht immer nur Bratwürste. Da können Sie zum Beispiel so Fleischbällchen machen. Sie mit ein bisschen Peperoni drauf. Ich finde das etwas verrückt Gutes. So, das ist jetzt noch das Letzte, was auf den Teller kommt. Das geht doch nicht über eine schöne Präsentation, finden Sie nicht auch? Man kann es auch im Wald draussen ganz schön machen. So, das wäre es jetzt gewesen. Auf Wiedersehen miteinander, bis zum nächsten Mal. Besuchen Sie jetzt bauschweiz.ch, das Portal fürs Bauen und Wohnen. Das Erlenmatt-Quartier in Basel hat ein neues Gesicht bekommen. Moderne, gut ausgebaute Wohnungen sind hier entstanden. Für Familien, Singles und Senioren. Ein Überblick über die Überbauung gibt uns der Reto Meyer, Gesamtprojektleiter vom Erlenmatt West. Erlenmatt West ist ein Entwicklungsprojekt von Losinger Morazzi, das man entwickelt hat und jetzt in der Realisierung ist. Das Erlenmatt West besteht aus 4 Baufeldern. Davon ein Baufeld ist ein Seniorenzentrum mit 119 Wohnungen plus ein öffentliches Restaurant. Dann hat es 3 Wohnungsbaufelder. Gesamthaft entstehen hier 574 Wohneinheiten. Hier davon 42 Eigentumswohnungen und 6 Reiheneinfamilienhäuser im Eigentum. Das Projekt zeichnet sich eigentlich aus durch die ganze Nachhaltigkeit, die man sehr gross schreibt. Das ganze Areal ist das zweite zertifizierte 2000 Watt Areal in Entwicklung. Das erste, das heute eigentlich in der Ausführung ist. Dann auch wichtig für das Quartier ist die ganze soziale Durchmischung, dass sich die Leute, die hier wohnen, auch wohlfühlen, dass eine gewisse Gemeinschaft sich entwickeln wird. Die ganze Mobilität, die ganze Erschliessung als öffentliche Netz, auch an die Naherholungszone Langierle ist sicher ein Plus da, es wird sehr viel grün. Man sieht es auch in diesem Innenhof, er ist jetzt zwar noch nicht so grün, aber der wird doch sehr üppig begrünt werden. Gleichzeitig ist auch der ganze Erlenmatt-Park nebenan, der jetzt am Entstehen ist, der doch auch sehr viele Grünflächen wird generieren, die sicher einzigartig ist in der Stadt. Der Strom wird bei den industriellen Werken Basel, IWB, eingekauft. Sie garantieren eine lokale Produktion des Stroms. Die erneuerbare Ökofernwärme kommt aus der Kehrichtverwertungsanlage Basel der IWB. Auf den großzügig begrünten Dachflächen sind Photovoltaikanlagen montiert. So wird zusätzlich vor Ort erneuerbarer Strom durch Sonnenenergie erzeugt und anschließend ins Netz eingespeist. Wasser- und energiesparende Armaturen in Bad und Küche halten den Energieverlust und den Trinkwasserverbrauch möglichst gering. Wir sind jetzt hier in einer Musterwohnung. Wie sind die ausgestattet? Die Musterwohnungen sind nach einem einfachen Ausbau ausgestattet. Sie haben Parkett, sie haben Abrieb an der Wand, sie haben Weissputzdecken. So einfach, dass auch die Wohnungen zu einem erschwinglichen Preis gemietet werden können. Sind die Wohnungen alle gleich gross oder gibt es da Unterschiede? Es gibt 2,5 bis 4,5 Zimmerwohnungen zwischen jeweils 50 bis 100 Quadratmeter, sodass für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis auch eine Wohnung zur Verfügung steht. Und was für Materialien sind da verwendet worden? Man hat darauf geachtet, auf nachhaltige Materialien, ressourcenschonende Materialien, auch mit hohen Anfahrtswegen und
alles zertifizierte Produkte. Es gibt noch eine Besonderheit, das ist die Erle-App. Was ist die Erle-App? Wir haben hier eine Software entwickelt in Zusammenarbeit mit Quip AG, wo die ganzen Wohnungen im Quartier vernetzen. In den Wohnungen sieht man eigentlich sämtliche Bedienungsanleitungen vom Backofen, Geschirrspüler etc., alle Pflegeanleitungen, sämtliche Produkte, die in der Wohnung verbaut sind, wo ich dort zu jeder Zeit zugreifen auf die ganzen Anleitungen. Dann hat es auch über das ganze Quartier sämtliche Informationen, die sie brauchen, sei es über Notfall, Verkehr, Umgebung, Veranstaltungen, ist alles da drauf. Dann gibt es ein Servicecenter, das ist der direkte Kontakt zu der Verwaltung oder einfach auch zum Hauswart, wo ich dann direkt schon vorgefertigt meine Fragen kann anwählen und direkt abschicken. Dann hat es einen Community-Kanal, wo alle verbunden sind miteinander. Es hat Energiedaten und es gibt ein schwarzes Brett, wo man kann Produkte verkaufen oder auch nur auslehnen. Und wir denken, dass das doch für Bewohner, die hier wohnen werden, doch eine sehr grosse Erleichterung ist oder auch etwas Neues, das einen gewissen Mehrwert wird schaffen auf der Erlenmatt West. Exklusivität muss nicht teuer sein. Scharfe Preise bei Exklusivküchen. So schmeckt das Leben besser. Volltreffer! Markenartikel rund ums Bad im Direktverkauf. Günstiger auf www.baddirekt.ch. Der Informationsservice rund um Bauen und Wohnen auf bauschweiz.ch. Unter dem Fokus Minergie, Holzbau und Garten haben die Bautage im Stehlhaus zur Vortagsreihe mit regem Austausch eingeladen. Neue Möglichkeiten für sein Eigenheim hat man entdecken und den ein oder andere Rot vom Profi holen. Das alles in einer angenehmen Atmosphäre mit vielen Attraktionen und Köstlichkeiten. Grüezi miteinander, mein Name ist Frank Bell. Herzlich willkommen im Stielhaus. Neben unserer Designausstellung im Erdgeschoss, Die Form, bieten wir dreimal jährlich unseren besonderen Event, und zwar die Bautage, an. Die Bautage gibt es immer für bestimmte Themen, bezugnehmend auf aktuelle Trends, gemeinsam analysiert mit unserer Mieterschaft. Beispielsweise im Januar hatten wir das Thema Küche, jetzt aktuell zum Thema Minergie, Garten und Holzbau. Und im September informieren wir Sie über die Themen Bad und Wellness. So sind wir praktisch immer am Trend der Zeit und bieten unseren Besuchern Informationen über alle aktuellen Themen. Das Stilhaus in Rodrist ist irgendwie anders. Das merkt man, wenn man durch die blühende Gartenanlage zum Eingang spaziert. Das konsequente Design zieht sich von A bis Z durch. Und auch die einmalige Atmosphäre, die hier herrscht, ist etwas Besonderes. Am 24. und 25. April wurde man an den Bautagen mit einem kleinen Frühstück begrüßt, bevor es zu den Fachvorträgen, bei denen es zum Beispiel darum ging, ob es Minergie in Zukunft noch braucht und wie es mit der Kostenanalyse zum Holzbau aussieht, weiterging. Neben den Vorträgen stand sonst noch so einiges auf dem Programm. Live-Musik, kulinarische Köstlichkeiten vom Restaurant Joyce, einem Biomarktstand mit regionalen Produkten und für die Kinder gab's Pflanzeneintopfen und Burgenbauen mit Holzklötzen. Weitere Fachreferate im Stilhausforum wurden zur Nachhaltigkeit im Minergie- und Holzbau sowie zur Gartenplanung und Gartentrends gehalten. Es fand ein Austausch mit Experten statt, wo man sich Anregungen für sein Eigenheim holen konnte. Alles in allem ein gelungenes Event für jeden Mann und jede Frau. Und die Haftung von Holz ist außerordentlich. Es ist ein Wohlfühlmaterial, ich komme später nochmals darauf zurück. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
gute Reise in Zukunft mit meinen Team und weiterhin viel Spass hier wünsche ich euch. Danke. Wir sind auf dem Markt mit den fertigen Becken, Polyesterbecken. Dort sind wir halt einfach nicht mehr individuell anfertigbar. Also das gibt es so in der Negativform 150 Mal produziert und das ist die Eckstecke. Das hat mit der Leintechnik zu tun. Wir haben selber eine Leintechnik entwickelt, die die Form halt heute noch besser isolieren kann. Wir haben durch das aber auch etwas längere Presszeiten. Wir haben Besucherstimmen für Sie eingefangen. Also ich muss dazu sagen, ich bin das erste Mal hier im Stilhaus. Ich war noch nie hier, das erste Mal überhaupt. Ich finde hier, es gibt was Ähnliches in Wien, die Offenheit innen drinnen im Stilhaus, wie die ganzen Designer sich selber präsentieren, das finde ich sehr schön, dass das auch ineinander geht und dass das nicht abgegrenzt ist. Und was mir auch sehr gut gefällt, sind die Bautage überhaupt, dass auch auf Nachhaltigkeit so viel Wert gelegt wird, dass auch Mobilität mit dabei ist, dass man auch ein Elektromotorrad hier sieht. Dass man auch Photovoltaik mitzieht, das finde ich eine traumhafte Atmosphäre und ein gutes Surrounding und ein gutes Setting. Also das Stilhaus ist sehr interessant. Es bietet sehr viel für jeden Menschen, wenn er Interesse hat. Und ich komme eigentlich jede Woche einmal hinschauen. Und vor allem auch für die Medien einmal zu lesen, die es hier aufliegen und sehen. Also es ist etwas ganz Schönes. Man sieht einen Haufen schöne Sachen, die man sonst in einem normalen Möbelhaus nicht sieht. Und in einem Stilhaus sieht man die Sachen schön aufbereitet, wirklich ganz schön. Ja. Und auch für die Aussteller haben sich die Bautage gelohnt. Das Stilhaus finden wir eine super Plattform, wo wir diverse Interessenten haben, wo wir eigentlich tendenziell eher hochpreisig, also qualitative Interessenten haben. Es ist für uns ein sehr zentraler Ort, wo wir uns präsentieren können. Und den Durchlauf finde ich jetzt zum Beispiel gerade heute an den Bautagen finde ich also sehr, sehr gut. Wir haben bereits interessante Gespräche führen von interessierten Bauherren. Ja. Und die nächsten Bautage sind am 25. und 26. September 2015. Zum Thema Bad und Wellness. Genau. Dann kommen wir noch zum Veranstaltungskalender. Am 8. bis am 10. Mai ist die Designmesse in der Messe Zürich. Natürlich sind wir auch dabei. Das wäre es mit der heutigen Sendung. Wir freuen uns auf die nächste Sendung. Die ist am 1. Juni zum Thema Inneneinrichtung und Design. Genau. Ja, ich wünsche eine schöne Zeit und bis bald. Fahren wir los. Du, ich habe nur einen Sitz. Rum. Machen Sie mit in unserem Gewinnspiel und gewinnen Sie eine Kiel- und Gefrierkombination von Bosch im Wert von 3290 Franken, gesponsert von Küchenmax. Zum Mitmachen einfach die Sendung auf YouTube liken und abonnieren. Und mit ein bisschen Glück können Sie Ihre eigene Küche aufwerten. Bau-Infoservice-Sendung von BISTV ist Ihnen präsentiert worden von Stilhaus, Minergie, Nervgut und Bauschweiz.